Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0, das sind zwei Begriffe, die je nach Betrachtung irgendwo zwischen Halsbotschaft oder Katastrophenszenario wahrgenommen werden. Sie werden nicht zuletzt jetzt gerade während der CeBIT auch in den Medien hochgehandelt und Herr Kollege Bell, nicht nur in der Zeit, man konnte in den letzten Tagen auch in der Süddeutschen, in der FAZ immer wieder große Artikel zu diesem Thema lesen. Unternehmen versprechen sich Effizienzsteigerungen, Prozessbeschleunigungen, mehr Flexibilität bis hin zu selbstoptimierten Vorgängen und auch intelligente Wartung ihrer Maschinen. Produkte sollen immer spezifischer auf Kunden zugeschnitten werden können, Produktionsvorgänge in Echtzeit gestaltet und verwaltet werden. Studien zeigen aber, dass die grundsätzlichen Überlegungen und die grundsätzliche Bereitschaft zur Implementierung oft nicht sehr konkret sind. 87% der Teilnehmer an einer Studie zu diesem Thema haben erklärt, dass sie in den nächsten Jahren künstliche Intelligenz in die Produktion einbringen wollen, aber gleichzeitig haben 72% dazu überhaupt noch keine detaillierten Pläne. Auf der Unternehmensseite stehen folgende Fragen im Vordergrund. Ersetzen nicht Vermittlungsplattformen das klassische Verhältnis von Auftraggeber und Arbeitnehmer, Auftragnehmer? Reißen solche Plattformen nicht die Wertschöpfung immer mehr an sich? Sind Unternehmen in den USA, in China und in Indien nicht schon viel weiter bei der Umsetzung von künstlicher Intelligenz in die Produktionsprozesse? Die sogenannten Erstanwender also sind in den USA mit 25%, in China mit 23% und in Indien mit 19% besonders stark vertreten. Und China, um das auch noch dazu zu fügen, hat im letzten Jahr durch den Staatsrat einen sogenannten Entwicklungsplan für die künstliche Intelligenz der nächsten Generation beschlossen, der eine dreistufige Entwicklungsstrategie zur Erreichung der Weltvorherrschaft bis 2030 zum Ziel festgelegt hat. Alleine in der Stadt Xinjiang nahe Peking wurden 5 Milliarden Dollar bereitgestellt in einem Fonds zur Unterstützung der KI-Industrie an diesem einen Standort. Deutschland wiederum liegt im Mittelfeld bisher weltweit und es stellt sich die Frage, ob wir insgesamt in diesen Prozessen mithalten können. Wenn es nach Professor Walster von dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz geht, ist das so. Er ist der Meinung, dass zwar ein Rückstand in der Auswertung von Konsumentendaten besteht und Europa da auch zu Recht im Übrigen zurückhaltend ist, aber bei Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik und Agrarmaschinen und auch Haushaltsgeräten beispielsweise sei Deutschland genauso führend wie bei der Sensorik, die im Zusammenhang mit KI-Robotern und KI-basierenden Produktionsplanungssystemen von entscheidender Bedeutung sei. Es gibt also zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und damit auch der NRW-Industrie sehr verschiedene Stimmen. Aber die Arbeitnehmerseite ist mindestens genauso wichtig. Wie viele Arbeitsplätze und welche werden wegfallen? Welche Folgen hat das Crowdsourcing, also die Entkopplung von bisher normalen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnissen? Welche Folgen entstehen für Existenzsicherung, für Sozialsysteme, für Arbeitsrecht, für Renten und vieles mehr? Welche Auswirkungen hat KI auf die Anzahl, Struktur und insgesamt die Entwicklung von Arbeitsplätzen und die Notwendigkeit von Weiterbildung? Wir können also zusammenfassen, insgesamt geht es auch um Standortfragen bei Forschung, bei Universitäten und bei Hochschulen. Meine Damen und Herren, wer sich mit Gewerkschaften unterhält, merkt schnell, dass es erhebliche Sorgen gibt. Nicht umsonst und nicht zufällig führen zurzeit der DGB und die IG Metall zu diesen Themen große Kongresse durch. Die Arbeitnehmerfragen, die Fragen also, wie die einzelnen Menschen in der Zukunft von diesen Entwicklungen betroffen sind, sind wichtige Fragen auch für unsere Menschen in NRW. Und insofern glaube ich, dass diese Kommission aus unserer Sicht, aus grüner Sicht jedenfalls, für die Produktions- und Arbeitswelt hier in Nordrhein-Westfalen wichtige Beiträge leisten kann. Wir werden der Einrichtung zustimmen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.